Moin, wenn ihr genug geschnitten hast, kommt zu einem weiteren Deck-Profile und es geht heute mal nicht um Meta, nicht um Rogue, sondern einfach um Troll-Decks. Eigentlich, was ich tatsächlich eigentlich schon wieder länger nicht mehr gemacht habe. Eigentlich mal wieder tun sollte, öfters. Und wir gucken uns heute Zuschip an. Zuschip ist einfach so ein schönes und dummes Thema, ich liebe es. So, kann ich angeschlagen. So, und zwar, das Thema basiert auf, sag ich mal, Feuer-Aqua-Monstern, die alle einen gewissen Namen beinhalten und auch auf diese Namen reagieren. Am meisten verwendet ist das Gunkan-Zuship Shari. Das ist ein normales Monster, Level 4, 2000 Attack. Das hat jetzt nicht so viel beizutragen, sondern eher, mit welchen Sachen das alles interagiert. Und zwar Gunkan-Zuship Uni. Uni kann ein Gunkan-Monster oder eine Gunkan-Karte auf der Hand vorzeigen. War es Gunkan-Zuship Shari, dürfen wir das Uni Special und das Shari Special. Wenn es nicht das Shari war, müssen wir es wieder ins Deck mischen. Ansonsten auf dem Feld hat es noch den Effekt, dass wir ein Gunkan-Monster wählen können und es zu Stufe 5 oder zu Stufe 4 machen können. Also ihn selber halt zu Stufe 4 machen oder eben ein anderes der Stufe 4er eben zu einem Stufe 5er machen. Und danach dürfen wir uns ein Gunkan-Zuship suchen, außer, glaube ich, Shari. Nee, wir müssen also uns ein Shari auf die Hand suchen. Okay. Gut. So, dann haben wir Gunkan-Zuship Ikura. Ikura darf sich spezialbeschwören, wenn wir Shari auf dem Feld haben. Und es darf die obersten drei Karten ausgraben. Und wenn wir einen Shari treffen, dürfen wir den spezialbeschwören. Und wenn nicht, müssen wir alle Karten wieder ins Deck legen. Dann haben wir Gunkan-Zuship Shirao. Shirao hat den wunderbaren Effekt, dass wir es auspatchen dürfen, wenn Shari auf dem Feld liegt oder an einem X-Team-Monster angekettet ist. Und was hast du noch als schönen zweiten Effekt? Okay. Wir dürfen ein Gunkan-Monster als Spezialbeschwörung von der Hand beschwören, außer Gunkan-Zuschiff Shirao. Und dann können wir eine beliebige Anzahl Gunkan-Zuschiff Shari von unserem Deck oder Friedhof nehmen und eine beliebige Reihenfolge, aufs Deck drauflegen. Kann sogar recyceln. Merke ich jetzt erst. Läuft. Super. Aufnahme geworden. Nice. I love it. Und dann kommen die neue Supportkarte. Gunkan-Zuship Shari Rot. Ganz einfacher Punkt. Diese Karte wird, wenn sie im Deck ist, auf der Hand, auf dem Feld oder im Friedhof, wird sie zu einem Gunkan-Zuship Shari. Sollten wir dieses Shari auf der Hand haben, dürfen wir ein anderes Shari auf der Hand vorzeigen und dürfen das Shari Rot spezialbeschwören. Dann dürfen wir ein Zuship aus dem Deck specialen. Und müssen dann aber sofort eine XC-Beschwörung machen mit einem XC-Monster, was dieses Zuschiff im Kartentext beinhaltet. Ist ein echt geiler Support, weil es hat ja trotzdem den Shari-Wert. Das ist der Witz da. So. Logischerweise, wir spielen ein normales Monster, das heißt Rescue Rabbit ist jetzt, sag ich mal, ein Muss. Dann, ich sag mal so, anhand der Tatsache, dass wir hier Stufe 4er haben und XC angesprochen haben, ist es wohl klar, dass wir in XC 4 in XC Spam Deck spielen. So, dann habe ich noch zweimal, dreimal Aschenblüte, dreimal den Gamma und den Treiber. Weil das Schöne ist, wenn ihr zum Beispiel den Uni aktiviert und der Gegner möchte den noch negieren mit irgendeinem Effekt, könnt ihr noch den Gamma hinterher schmeißen, weil wir kontrollieren aber noch keine Karte. So, bei den Zauberkarten. Wir spielen das gute Gunkan-Zuship-Verb Küstenlokal. Das hat den Effekt, wenn wir ein Gunkan-Monster beschwören, dürfen wir ein Gunkan auf das Deck oben drauflegen. Agiert absolut hervorragend mit Ikura, weil wir damit ja ausgraben. Und ansonsten, was kannst du noch?
Aber dann muss ich kurz mal selber lesen, weil ich habe das Deck jetzt bis jetzt noch nicht so oft gespielt, sondern und zum einen, ich habe bis jetzt ausschließlich den Effekt zum aufs Deck legen draufgelegt. Benutzt. So, nochmal kurz lesen. Okay, wenn unser Gegner XC-Monster los wird, die vom Extra-Deck beschworen werden, also Bunkern-Schiffe, bekommt er Nummer 1 Schaden in Höhe der Death dieser Monster. Und zum einen dürfen wir noch einen weiteren Effekt aktivieren, und zwar wir dürfen ein Bunkern-Zuschiff Shari als Spezialbeschwörung von der Hand beschwören und dann ein Zuschiff, ein Bunkern-XC-Monster als Spezialbeschwörung vom Extra-Deck. Indem wir halt die Karten, die wir kontrollieren, als Material verwenden. Und das wird trotzdem als Exilbeschwörung verwendet. Behandelt. Ich schwöre euch bei Gott, ich habe den zweiten Effekt noch nie benutzt. Dann. Unexpected Die, logischerweise. Painful Decision. Eine spielt drei, spielt zwei, spielt wie ihr wollt. Ich habe bloß eine. Und jetzt kommt der richtige Crap. Denn dieses Deck spiele ich auf einem kleinen Fun-Deck-Turnier auf dem Geburtstag von einem Kumpel. Er hat sich ein Fun-Deck-Turnier ausgedacht oder ein Rogue-Deck-Turnier. Und da spiele ich es einfach. Torische Begräbnisbeigaben, eine Metal Force Fusion, Dreimal Raigeki, ein Pokémon Goblin. Zweimal feierlicher Schlag und die Gunkan-Zuschiff Falle. Ich glaube, noch dümmer geht es nicht. So, bei dem Gunkan-Zuschiff Tagesangebot ist es so: Wir können drei Gunkan-Zuschiffs vorzeigen. Genau, von dem Deck vorzeigen und er wählt eine aus, die wir auf die Hand nehmen. Sollten wir bei der Aktivierung ein Shari aus der Hand vorzeigen, dürfen wir wählen. Der zweite Effekt ist, dass wir diese Karte vom Friedhof verbannen können und dann drei Gunkan-Monster von unserem Friedhof wählen, diese ins Deck mischen und dann dürfen wir eine Karte ziehen. Also ein ganz, ganz kleines bisschen Recycling ist dabei auch noch dabei. Und ja. Das war's mit dem Main Deck. Jetzt geht's weiter mit dem Ex-Deck. Kleiner Hinweis, hier fehlen noch tatsächlich ein paar Karten. Aber nicht, weil ich keine spielen möchte, sondern weil ich euch tatsächlich bloß in, jetzt sag ich mal, kleinen Tipp geben möchte, was halt wirklich ein echt super gutes Extra-Deck sein könnte. Weil wir haben ja 2, 4, 6, 8, 10, 12. Also ihr habt immer noch, sag ich mal, bei dem, ihr habt drei Karten noch übrig. Das heißt, ihr könnt daraus irgendwas machen, was ihr möchtet. Aber erst einmal, wir fangen an mit dem Gunkan-Zuschiff Uni-Class Superpanzerschiff. Diese Karte ist nämlich sehr schön. Und zwar Punkt Nummer 1. Erstmal, die ganzen Gunkan-Zuschiffs haben Effekte, je nachdem, mit was für Materialien sie beschworen wurden. Alle haben den Effekt, wenn sie ein Shari haben, dürfen wir eine Karte ziehen. Wenn sie das entsprechende Gegenstück haben, wie jetzt zum Beispiel das Uni, das Gunkan-Zuschiff Uni, darf es direkt angreifen. Dann hat es noch den Effekt, wenn wir, also wir dürfen dann noch Karten beim Gegner wählen, in Höhe der Gunkan-Zuschiff XC-Monster, die wir kontrollieren, und dürfen diese annullieren. Das heißt, wenn wir nur das Uni haben, dürfen wir eins annullieren, wenn wir zwei davon haben, dürfen wir zwei annullieren, und so weiter. Oder ist es mit unterschiedlichen Namen? Eine Sekunde. Nö, Gunkan-Monster, wir kontrollieren die vom Extra-Deck beschwert aufgeschoben worden. Was halt noch wichtig ist, diese Effekte, also jetzt so gesehen in Anführungszeichen, das Ziehen und dass diese Karte direkt angreifen darf, löst sich nacheinander auf. Das heißt, wir ziehen immer zuerst diese Karte. Das ist in der Hinsicht wichtig, denn bei Gunkan-Zuschiff Shurao-Klasse Trägerschiff ist es so, wir ziehen durch Shari eine Karte und wenn wir Shurao als Material angehangen haben,
dürfen wir uns eine Gunkan-Zuschip-Zauberkarte oder Falle auf die Hand suchen. Sein zweiter Effekt ist, oder sein, sag ich mal, Continuous-Effekt könnte man sagen, ist, wir können, oder unsere Zuschips bekommen, solange wir eine Extra-Deck-Karte oder eine Field-Spell kontrollieren, bekommen unsere Gunkan-Monster ATK in Höhe der Death des Monsters und die können nicht durch Karteneffekt zerstören, solange eben eine Field-Spell aufgedeckt wird. Genau. Also als Beispiel, das Superpanzerschiff bekommt halt 500 ATK mehr, der Schurau bekommt 250 ATK mehr und der Ikura würde 300 ATK mehr bekommen. Der Ikura ist auch nochmal sehr schön, und zwar Punkt Nummer 1, wir dürfen wieder eine Karte ziehen. Punkt Nummer 2, diese Karte darf zweimal angreifen in jeder Battle Phase. Mit 2200 mag das jetzt nicht so krass klingen, allerdings, wenn man jetzt, sag ich mal, durch noch ein extra Deck ein bisschen das Feld aufgeräumt hat, ist das ja vollkommen legitim. Und wenn ein Spezialbeschworenes vom extra Deck Gunkan-Schiff dem Gegner Schaden zufügt, dürfen wir eine Karte beim Gegner wählen und zerstören. So, dann, weil wir, die Karten kommen zuletzt. Stufe 4, Daigo Amaral. Tatsächlich nicht wegen seinem Mische 3 zurück und ziehen die Karte Effekt, sondern wegen seinem anderen Effekt, dass wir einen normalen Monster von Victor Special dürfen. Tatsächlich wegen dem. Dann Nummer 60, Dugarez. Und zwar nicht wegen seinem Ziel 2, werf 2 Karten ab, sondern wegen seinem letzten Effekt. Wir überspringen die Battle Phase unseres nächsten Spielzuges und dürfen dafür allerdings einem Monster von uns die doppelten ATK geben. Hehehehe. Mensch, wenn ein 6800 Attack Monster mit direkten Angriff reinrennt, juhu! Gefällt mir irgendwie schon sehr. Eine Büstroller. Es kann ein Baguska sein. Es kann was weiß ich was sein. Es kann ein Magiki Nummer 4 sein. Es kann ein Time-Fifi-Duo sein. Es kann was weiß ich was sein. Das, was ihr spielen möchtet. Das ist das Schöne, weil das Extra-Deck ist tatsächlich nicht auf irgendwas gelockt. Dann Utopic Future und Utopic Future Draco. Utopic Future könnt ihr machen mit zwei Rangmonstern der gleichen Stufe oder gleichen Ranges. Außer Nummernmonster. Und den Draco Future dürft ihr einfach auf den Utopic Future drauflegen. Der kann nicht der Kampf- oder Karteneffekt zerstört werden. Und ihr dürft sogar noch einen Monster-Effekt annullieren, indem ihr ein Material abhängt. Wenn das Monster sich in diesem Fall auf dem Feld befunden haben sollte, dürft ihr das sogar noch auf eure Seite spezialbeschwören. Das heißt, ihr klaut noch was. Und als letztes habe ich in dem Deck noch einen Zeus. Mehr als extra Deck nicht, wie gesagt, ein bisschen Platz ist noch. Ihr könnt euch da noch ein bisschen was raussuchen. Ihr könnt noch eine Underworld Goddess spielen, eine IP Mascarena, eine was weiß ich was, eine Apollosa, wenn ihr Bock habt. Was euch passt. Was besser zu eurem Spielstil passt. Ich finde das Deck einfach bloß leicht behindert und lustig und dumm. Ich sehe damit kein Problem mit diesem Deck. Besonders wenn man halt im, sag ich mal, First Turn, wenn man halt halbwegs eine ordentliche Hand hat, kann man halt 3 Karten ziehen. Das ist super. Das ist geil. Es ist halt schon leicht dumm irgendwie. Es ist schon irgendwie lustig. Gut, das wär's schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Haut rein und tschüss!